Ach, Homer, ich habe ein absolut simpsonales Problem. Mord und ihre Mutter waren doch in Tyros und Sidon, den Zwillingsstädten im Heiligen Land. Offensichtlich haben sie an der falschen Stelle gekniet und zu dem falschen Gott gebetet, weil sie jetzt von irgendwelchen militanten Typen gefangen gehalten werden. Militante Typen? An deiner Stelle würde ich die in den Hintern treten. Ach, wie dämlich ihn auch sei, die Botschaft meint, das sei eine Routine-Geiselnahme. Trotzdem muss ich in die Hauptstadt fahren und Formulare ausfüllen, um sie da rauszuholen. Könntest du heute Abend mal auf die Kinder aufpassen? Naja, ich würde ja furchtbar gern helfen, Flanders, aber Marge ist als Geisel genommen worden. Im Heiligen Land. Ich mach's, ich werde babysitten. Ich weiß nicht, Lisa, du bist noch verdammt jung und die Jungs könnten Schwierigkeiten machen. Todd zwickt in letzter Zeit alle Leute. Aber ich bin klug und verantwortungsbewusst und meine Eltern wohnen nebenan. Naja, was meinst du, Homer? Kann Lisa auf meine Kinder aufpassen? Bitte, bitte, bitte. Naja, da muss ich sie erst fragen. Wann kommt Grandpa denn her zum Babysitten? Nein, Grandpa kommt nicht. Oh, aber bitte nicht Patty und Selma. Keine Angst, Bart. Deine Schwester Lisa wird heute diesen Dienst übernehmen. Was? Sie ist zwar noch jung, aber sie hat ihre Reife und Zuverlässigkeit mehrfach bewiesen. Dad, du musst mir helfen. Ertrag es wie ein Mann, mein Sohn, und tu alles, was deine kleine Schwester sagt. Nimm es dir nicht so zu Herzen, Schatz. Weißt du, dass ich in der Grundschule selbst auch schwerste Rowdy-Probleme hatte? Everybody was Kung-Fu fighting. Those cats were fast as lightning. Das waren Zeiten. Jeder Mensch fürchtet sich irgendwo vor. Nein, jeder bestimmt nicht. Ja, ja, dummes Gewäsch. Juhu! Wenn Marge Tante ofenfrisch wird, lernen wir alle Lebensmittelpersönlichkeiten kennen. Sieh mal, da ist Mr. Cashew, die Kuhblattzwerge, Snip, Winkle und Poof. Twinkle the Kid, ich liebe dich. Dumm! Hey, nicht so stürmisch, Partner. Oh, oh. Du hast ihn umgebracht. Blut für Creme! Blut für Creme! Blut für Creme! Blut für Creme! Hey, Homer, denkst du auch gerade das, was ich denke? Bestimmt sogar. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. USA! USA! Okay, in diesem Jahr gehe ich zu Lisas Lehrerin. Du übernimmst Bart. Aber so machen wir es doch jedes Jahr. Gut, machen wir es anders. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 50. 37. Oh, du Schwein. Ich meine nein. Homer. Bitte, Marge, bitte, 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 bitte. Na schön, einverstanden. Juhu! USA! 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 Dieser dämliche Gefängniswärterjob. Was ist daran schon besonders? Jeder hat einen Gefängnisjob außer mir. All meine besten Freunde sind Wärter. Sie halten sich wohl für grausam und korrupt, aber das sind sie nicht. Mr. Burns, ich habe darüber nachgedacht. Ich möchte kein Spitzel werden. Das ist kein ehrbares Leben. Augenblick, das hat auch Vorteile. Eine Privatzelle, extra Dessert und dieser wunderschöne kleine Hut. Ein kleiner Hut, schon bin ich überredet. Marge, die werden mich umbringen. Ach, das habe ich doch alles nur getan, um zu überleben. Und zwar so schön wie ein französischer Monarch. Ray, hilfst du mir, mein Dach zu reparieren? Ja, selbstverständlich. Unter einer Bedingung. Du musst mir helfen, diese Kanne Bier zu leeren. Habe ich das richtig kombiniert? Kommen wir zu meiner ersten Handlung als Präsident. Ray muss gleich auftauchen. Ach, ich will kein Wort mehr von diesem dummen, unzuverlässigen Ray hören, den ich übrigens nie kennengelernt habe. Na schön, dann sieh dir das Porträt dort an, das ich von ihm gemalt habe. Homer, was hast du denn erwartet, wie ich darauf reagiere? Vielleicht so. Das ist zum Draufbeißen, nicht zum Essen. Entschuldigung, geben Sie mir was nicht so gut schmeckt. Das war Gummi mit Vaseline eingerieben. Marge, schreib's auf, das hätte ich gern zu Hause. Ich habe für mich persönlich eine kalkfreie Kammer eingerichtet. Nicht einer einzigen Mikrobe gelingt es, dort hinein oder heraus zu gelangen. Verflucht, wer zum Teufel sind Sie? Keine Panik, lass dir einfach eine gute Geschichte einfallen. Mein Name ist Mr. Burns. Nein!
Und nun zu unserem komisch, wenn's denen mal passiert, Beitrag. Erinnern Sie sich an den Millionär C. Montgomery Burns, den Mann, der die Sonne verdunkelt, einen kleinen Jungen überfahren und uns 1981 bis 85 Weihnachten gestohlen hat. Raten Sie mal, wer pleite ist und jetzt Müll sammeln muss, um zu überleben. Hoffentlich Flanders, hoffentlich Flanders, hoffentlich Flanders. Ich glaube, wir sind vorübergefahren. Hoffentlich war es Flanders. Ach, das war nur ein kleiner Scherz. Keine Angst, du bist in Ordnung. Oh, ich hab geblufft. Komm zu Papa. Moment mal, du hast ja einen Royal Flush Homer. Verdammt, das machst du jedes Mal. Du, ach du, ich erstick noch mal an meiner eigenen Wut. Hey, schrei Homer doch nicht so an, nur weil er ein bisschen langsam ist. Jemand hat was gesagt. Nichts Gutes. Wie war das? Schrei Homer doch nicht so an. Nein, das ist nichts Böses. Da war noch was. Langsam, die habe ich langsam genannt. Was fällt euch ein, mich so zu nennen? Hey, Homer, du bist ja immer noch da. Mein Gott, bist du langsam. Ja, jemand hat was gesagt, nichts Gutes. Raus mit dir, verschwinde! Ich weiß, du kannst meine Gedanken lesen, Bart. Nur zur Erinnerung, wenn ich rauskriege, dass du die Schule schwänzt, packe ich dich bei den Hammelbeinen. Oh ja, du hast mich verstanden. Ich weiß, du kannst meine Gedanken lesen, mein Sohn. Yam, 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 yam. Als wir weggefahren sind, war noch keine Nachricht da. Sehr merkwürdig. Hello, Mother. Hello, Father. Here I am at Camp Granada. Marge, ist Lisa in Camp Granada? Der erfüllt seinen Zweck voll und ganz. Und ich dachte, wir hätten genug Geld für einen schönen Baum. Oma, gibt es da etwas, was du uns verheimlichst? Es ist 18.31 Uhr in Montreal, bei zunehmendem Mond. Was ist das? Juhu, Maggie spricht. Du hast unser Geld verschleudert, um dir selbst etwas Extravagantes zu kaufen? Das ist eine sich langsam entwickelnde Theorie. Wenn ich glücklich bin, beleidige ich euch wesentlich weniger. Nein, Dad, in dem Fall warst du einfach nur selbstsüchtig. Man kann mich nicht zurückgeben. Ich teste jetzt die nächsten 3 Stunden meinen Rauchalarm. Das ist trauriger als dienstags mit Maury. Es gibt kein Licht ohne Strom und unsere Stromversorgung kommt hierher. Wie hast du Dad dazu gebracht, dass er uns hilft? In seinem Schlafmangelzustand ist er beeinflussbar. Okay, Dad, und jetzt spielst du Backe, Backe, Kuchen mit Maggie. Backe, Backe, Handfläche erkannt. Zugang erlaubt. Oh, die ersten Worte meines Babys. Hier, das wird die dreckigen Ratten umbringen und die sauberen auch. Das sind keine Bonbons, Kleine. Warum sind Kinder immer so scharf auf bonbonfarbenes Gift? Nein, du blöder Hund, das ist Maggies Häschen. Doch nicht vor dem Giftverkäufer. Wenn die angeblichen Hexen den Tauchgang überleben, dann sind sie eindeutig Hexen. Und wenn sie ertrinken, dann sind sie eindeutig unschuldig. Ihr dürft die Wicker nicht eintauchen. Die haben niemanden blind gemacht. Hier ist der Beweis. Als mein Vater letzten Sonntag beim Schwarzbrenner-Wettbewerb war... Du hast mir gesagt, dass du bei einem Elternkurs warst. Marge, bitte, du blamierst mich vor der gesamten Meute. Okay, mein Lieber, aber ich verlange von dir, dass du unser Training geheim hältst. Dann blamier ich mich wenigstens nicht, wenn ich versage. Wunderbar, jetzt weiß es bereits die Katze. Schausteller haben unser Haus besetzt, sie müssen uns helfen. Sieh mal einer an, wer da ist, unser Bestechungsverweigerer. Wir helfen gern, nehmen Sie Platz und warten Sie auf Detective. Was interessiert mich, euer Gewäsch? Oh, danke, haben Sie, vielen Dank. Dad. Jetzt nicht, Schatz. Daddy wartet auf den Detective. Ich bin es nicht wert, unter zivilisierten Menschen zu leben. Selbst diese Typen sind noch zu zivilisiert für mich. Ich könnte auf See leben. Das Meer vergibt allen. Nicht wie diese gemeinen alten Berge. Die hasse ich aus tiefstem Herzen. Dem Meer würde das nichts ausmachen.